Eine der Kernbotschaften, die sich so durchzog, war das Thema, dass Digitalisierung kein technisches Problem ist, sondern ein menschliches Problem ist. Und da passt natürlich diese Panel-Diskussion wunderbar in dieses Thema rein, denn wir wollen uns unterhalten über das Thema Führung 4.0. Wie gestaltet man zukunftsfähige Führungs- und Organisationsstrukturen? Da freue ich mich sehr drauf. Ist ja durchaus ein Thema, mit dem ich ein bisschen beschäftigt habe und ich freue mich, begrüßen zu dürfen. Zunächst mal Frau Nuneva. Ich habe so überhört, Spanisch, Bulgarisch? Ach so, ja. Ja, also eigentlich, ich würde sagen, ich bin eine absolute Europäerin und stehe auch zu Europa. Ich bin in Rumänien geboren, aber meine Eltern kommen aus Rumänien, Bulgarien, meine Großeltern aus Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien. Das ist allerdings jetzt wirklich... Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und wir haben ja auch schon mal gesprochen, dass man unterschiedliche Perspektiven vereinigen sollte für gute Ergebnisse. Hier haben wir sozusagen die personifizierte Integration, die europäische. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. CDO bei CWS International. Produkte, die wir alle fast jeden Tag benutzen. Dann weiterhin, direkt neben mir, DJ PVW, wie ich gerade gelernt habe. Peter von Wartenberg, du bist Geschäftsführer bei Bosch Engineering und hast früher dein Geld als DJ verdient. Und machst das immer noch? Ja. Aber ich krieg kein Geld mehr dafür. Ja. Ich mach's nur noch bei Partys in unserem Alter, also ab 40 aufwärts. Das war jetzt geschmeichelt für uns, aber... Aber das ist das Publikum, das gerne bei mir zuhört. Also von daher, ja, ich mache es und ich bin besser als der meistens dort ist, deshalb mache ich das gerne. Okay, wunderbar. Das war wieder mutig, da kommen wir gleich noch zu. Dann begrüßen wir Herrn Dr. Ulrich Feist, Digital Transformation Officer bei Trumpf. Und er macht den besten, schlimmsten Job der Welt? Ja, also das Thema Beidhändigkeit, also... Vielleicht mal eine kurze Übung für Sie im Raum am späten Nachmittag. Wer gerade einen Stift und ein Papier zur Hand hat, soll doch mal als Rechtshänder versuchen, seinen Namen mit der linken Hand zu schreiben. Und wer umgekehrt, also wer linkshändig ist, dann mit der rechten Hand einfach mal Namen schreiben. Ungefähr so fühlt sich das an, wenn man kommend aus einem bestehenden Geschäftsmodell was Neues erfinden soll. Das ist ungewohnt. Das kann man eigentlich nicht. Und sieht geht, bei mir geht auch irgendwie nicht schön aus. Sieht auch nicht schön aus. Aber wenn man sich das nicht traut, es zu tun, dann wird man halt nicht mit der Zeit beidhändig. Und ich glaube, dazu haben wir uns heute Morgen schon mal inspirieren lassen, was es braucht, um einen Elefanten zum Tanzen zu bringen. Und so ähnliche Fähigkeiten muss man auch haben, um eine digitale Transformation zum Erfolg zu führen. Bei einem sehr traditionellen Unternehmen mit 95 Jahren Historie eine digitale Ambition umzusetzen mit allen Fachbereichen, mit allen Tochtergesellschaften, von Ende zu Ende Geschäftsprozessen über ein bestehendes Softwaregeschäft bis hin zu neuen Geschäftsmodellen wie Axum oder disruptiven Geschäftsmodellen. Ja, vielen Dank. Dann üben wir das gleich mal, besprechen mal, wie man beidhändig wird als Führungskraft. Wir begrüßen weiterhin Christian Wendler. Sie sind Vorsitzender des Vorstands bei Lenze und auch Ihnen ist das Thema Kultur sehr, sehr wichtig. Absolut. Ich habe es ja versucht darzustellen für diejenigen in meinem Vortrag. Die Winning Culture, also das Mitnehmen der Mitarbeiter und dabei auch eine inspirierende Kultur, eine mutige Kultur zu kreieren, ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Und da bin ich auch bei Ihnen. Es ist keine technologische Frage. Es ist eine Frage, wie sich unsere Mitarbeiter diesem Thema stellen. Und unser Credo ist, seht die Chancen aus dieser Veränderung und dann werdet ihr auch das Positive stärken und ihr werdet auch diese Veränderung bewerkstelligen im positiven Sinne. Dann haben wir, vielen Dank, weiterhin noch Professor Dirk Zupansis bei uns. Du bist Privatdozent an der Uni St. Gallen, aber auch begeisterter Salesmensch, aber auch Organisationsmensch, der Unternehmen dabei unterstützt, andere Formen der Organisation zu denken und zu realisieren, unter anderem auch exponentiell. Vielleicht da nochmal ein, zwei Sätze für diejenigen, die deinen Vortrag nicht gehört haben.
Ja, das Thema Leadership kam da gar nicht so sehr drin vor, aber es ging darum, wie man Organisationen baut, die eben 10-mal schneller sind als die üblichen Organisationen. Das ist basierend auf einem Buch aus dem Silicon Valley und den Unternehmen dort und was für Mechanismen haben die angewendet. Und das habe ich hier so ein bisschen in der kleinen Keynote präsentiert. Genau, also Sie sehen, wir haben hier spannende Beiträge zu erwarten. Und es kommen auch schon spannende Fragen rein, vielleicht können wir die gleich mal da anblenden. Eins der Themen auch bei exponentiellen Organisationen ist, dass man das gute alte Internetprinzip, das AAL, also andere arbeiten lassen, walten lassen sollte, indem man auch Staff außerhalb der eigenen Strukturen einsetzt. Und das mache ich jetzt auch, weil hier kommen tolle Fragen aus dem Publikum, die ich einfach mal weiter rein mag, weil das ist ein total guter Einstieg, diese erste Frage. Wir reden viel von flachen Strukturen. Wir kennen die Probleme insbesondere im mittleren Management, wo du Anforderungen hast aus allen möglichen Richtungen. Nicht nur von oben nach unten oder von unten nach oben in der Hierarchie gedacht, sondern jetzt auch verstärkt, viel verstärkt in der Vernetzung mit anderen Vertretern des mittleren Managements. Und hier kommt die Frage, wie bricht man die Angst vor Veränderung dann insbesondere im mittleren Management? Haben Sie da Vorschläge für uns? Sie haben viel über Mut gesprochen. Was würden Sie sagen? Wie kann man vorgehen, damit Menschen diese Angst verlieren, damit diese Winning Culture, die Sie auch angesprochen haben, überhaupt Fuß fassen kann, wenn Leute wirklich Verlustängste haben in verschiedenen Richtungen, Machtverlust und so weiter. Also die Angst vor Veränderungen zu nehmen ist schwer. Also wir werden diese Angst nicht vernehmen, man muss die Angst beherrschen können. Wir müssen sie selber, jeder Einzelne von uns hat Angst, Ängste, die muss man damit umgehen und die muss man dann angehen und beherrschen. Ich habe in meinem Vortrag auch viel über Stärken gesprochen und zwar eigentlich den Fokus, dass wir uns ändern sollten von der Fokussierung auf unsere Opportunities, was wir denn verbessern können und du kannst dich da noch verbessern und da noch verbessern. Da hatten wir sehr, sehr lange eigentlich uns drauf fokussiert. Aber wenn man auf die Stärken guckt und diese Stärken anspricht, diese Stärken thematisiert, und zwar die Stärken des Mittelmanagements, also den Abteilungsleiter oder den Manager, der da sitzt, und spricht nur über seine Stärken, gar nicht über seine Schwächen, nur über die Stärken. Das ist erstmal die größte Wertschätzung, die man als Chef machen kann, dass man über die Stärken spricht. Dann fängt man an, die Stärken auch noch zu nutzen, sodass nicht nur der Chef und der Mitarbeiter das gesehen haben, sondern die gesamte Welt sieht, dass diese Person da eine Stärke hat und die meisten haben das vorher gar nicht gesehen. Und so geht das dann von einem Teammitglied zum anderen und einem und irgendwann wissen alle eigentlich nur noch die Stärken von dem anderen und nutzen sie dann auch noch. Dadurch kriege ich viel Wertschätzung in die Organisation rein, ich kriege auch einen unheimlichen Vertrauensbonus hinein. Und dann kann ich diese Angst langsam nehmen und dann kommt der Erfolg. Und der Erfolg ist immer gut, Erfolg ist sexy. Komm her. Also wenn Erfolg kommt, dann kann man gemeinsam diese Dinge auch feiern und das bitte auch tun. Also nicht dann hinnehmen und sagen, oh schön, nein, jeden kleinen Erfolg richtig feiern. Aber nochmal zurück, Stärken vor Schwächen. Ja, okay, prima, ja, gut, guter Hinweis. Irgendjemand sagte mal, der Weg aus der Angst ist immer durch die Angst. Also man muss halt diese Dinge, vor denen man Angst hat, auch machen. Und das ist Ihr Hinweis zu sagen, guckt auf die Stärken als Team, ergänzen sich Stärken eigentlich immer so, dass man dann auch seine Ziele erreichen kann. Ist das so ein bisschen die Logik dahinter? Ja, es ist die Logik. Ich hatte heute ganz schön Nerven vor dieser Präsentation. Also Angst kann man vielleicht nicht so sagen, aber ich musste mich durchringen. Es war eine echte Herausforderung. Hat funktioniert. Prima, vielen Dank. Frau Neuheber, Sie sind ja vor allem auch sehr stark in marktgerichteten Organisationen unterwegs, sehr, sehr lange Zeit in Ihrer Karriere. Geht das da auch? Kann man das da auch machen? Oder gibt es da nochmal besondere Herausforderungen, wenn man dann auch noch die direkte Verantwortung für Umsatz zum Beispiel trägt? Ja, ich denke, das geht auch. Und grundsätzlich, glaube ich, muss man sich einfach heutzutage überlegen, in dieser extrem schnelllebigen Welt, ob man nicht grundsätzlich von diesen rigiden, starren Abteilungsbezeichnungen da weggeht, sukzessive, und mehr innerhalb von Projekten arbeitet. Ja. Das kann man natürlich nicht auf alle Bereiche übertragen. In der Fertigung ist das alles ein bisschen schwieriger, aber da geht es ja auch über selbstorganisierende Teams. Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach weg von diesem ganz starren Denken. Man hat eine Abteilung, man hat ein Budget und dann ist man wer. Ja. Und ich glaube, das ist ja das, was ein Startup eben einfach toll macht, ja, weil dann fangen sie eben klein an und machen eben in einer Person alles. Ja. Und insofern, wenn man es schafft, in einem Unternehmen so eine Kultur zu etablieren, dass man nicht unbedingt zwingend drei Assistenten und sonst irgendwas braucht, ja, und dann aber trotzdem eine wertvolle Aufgabe hat und eben einen Wertbeitrag leisten kann, dann ist das auch schon mal was, wo man dann auch wirklich mitarbeiten kann, und stimme da voll zu mit einer positiven
positiven Verstärkung kann man viel schneller und viel besser auch was erreichen. Aber ich glaube, man muss sich als Gesamtunternehmen überlegen, wie tragfähig sind diese alten Konstrukte, die wir noch vor allem so in deutschen Unternehmen haben. Okay. Ist das Teil der Beidhändigkeit, dass man als Führungskraft lernen muss, den Blick auch ganz gezielt auf die Stärken seiner Kollegen zu richten? Weil ich erlebe das jetzt nicht unbedingt so, dass das der deutschen Seele am nächsten liegt, diese Eigenschaft. Sagen wir mal so, unsere deutsche Seele kommt halt aus einer sehr starken Präzisionskultur heraus. Und dieses 80-20, dieses in MVPs zu arbeiten, um schnell genug am Markt zu sein, auch mal grüne Bananen zu launchen, die dann beim Kunden reifen. Da haben wir uns sicherlich bei Trumpf immer viel getraut zu co-innovieren, auch schon bevor man das so genannt hat. Also unsere ersten Laserflachbettmaschinen, die rausgingen, ja, die liefen noch nicht perfekt. Die sind auch mal öfter mal ausgefallen, haben aber dann mit dem Kunden gemeinsam die Lernkurve gemacht. Und ich glaube, dieses Mitnehmen sowohl der Kunden als auch der eigenen Mannschaft in das Warum und in das Was, um, sagen wir mal, das Wollen zu verstärken, weil wenn ich das Warum und Was nicht verstehe und verinnerliche, kann ich es kaum unterstützen. Dann bauen sich Widerstände, Ängste auf. Und das andere ist das Können. Ja? Also neben dem Wollen brauche ich auch das Können. Das Können kommt aber auch nicht von heute auf morgen. Und ich habe in meinem Vortrag vorhin erzählt von unserem Jahresthema. Ich hatte gerade die Ehre, in 37 Veranstaltungen alle Führungskräfte bei Trumpf zu schulen. Ja, das ist schon ein steiniger Weg, mal diese Botschaft allen näher zu bringen. Und dann sieht man aber auch einen Erfolg da drin, wenn Warum und war es verstanden werden und erste Schritte in den Wie gemacht werden. Ja? Also man stellt sich das nur mal wie so einen Skikurs vor. Da hat man Slalom-Weltmeister, weil wir haben schon ein paar echt gute Leute bei uns, digitale Slalom-Weltmeister, und dann hat man Skifahranfänger. Für die ist jeder Berg steil, aber wenn ihnen ein paar Kollegen helfen, da runterzukommen, dann fangen sie an, Lust zu gewinnen, an Kurven fahren und so weiter. Okay, ja, gut, danke, guter Hinweis. Herr Wendler, wir waren eben so bei dem Thema mittlere Management. Ich würde das ganz gern verknüpfen mit der nächsten Frage, die uns hier erreicht hat. Nämlich, wer im Unternehmen ist die oder der Richtige, um zukunftsfähige Führungs- und Organisationsstrukturen zu schaffen? Wie gehen Sie da vor? Was ist aus Ihrer Sicht wirklich ein Treiber hin zu dieser Winning Culture? Wer kann da welche Rolle einnehmen? Und wie sind Sie auch gefordert als Vorstandsvorsitzender? Ach, gut, ich wollte fast provokativ fragen oder sagen, alle können dazu beitragen. Ich bin auch tief überzeugt, dass wir eine Veränderung nicht aus dem CEO heraus allein bestimmen dürfen. Wir versuchen das im Unternehmen tatsächlich mit 2, 3 Führungsebenen, die wir bei solchen Themen mitnehmen. Und das ist natürlich ganz bewusst, denn sie brauchen eine Reflexion und sie brauchen auch diejenigen, die zum Beispiel diese Veränderung mittragen, aber auch mit erleiden. Ich würde es mal in beiden Seiten sehen. Wir haben festgestellt, der Prozess dauert natürlich deutlich länger, wenn ich versuche, alle in die Veränderung mit zu involvieren, 2, 3 Führungsebenen. Die Stabilität des Ergebnisses und der Mut aller, dieses Ergebnis zu akzeptieren und dann auch zu exekutieren und mitzuleben, ist wesentlich stärker. Ich wollte hier vielleicht noch eine interessante Beobachtung mitgeben. Wir sprechen hier von Verlierern und Gewinnern. Ich glaube, das ist nicht die Frage. Viele unserer Führungskräfte scheitern tatsächlich an der Frage, wenn ich das jetzt tue, bleibt das für immer so. Also das Interessante ist, und darum finde ich Ihren Ansatz, Projektcharakter auch bei den Mitarbeitern auf Organisationsstrukturen zu plädieren, und zu sagen, das könnte doch durchaus nur 2, 3 Jahre die richtige Struktur sein. Und dann gibt es den nächsten Schritt, der plötzlich motiviert, viele Mitarbeiter eine Stufe zu gehen, die sie nie gegangen wären, und dann vielleicht ihre Entwicklung entsprechend anzupassen. Also ich glaube, auch da müssen wir in Zukunft flexibler denken. Okay. Dirk, vielleicht darf ich an dich eine Frage weiterreichen, die jetzt auch wieder aus dem Plenum kommt. Nämlich nochmal hin auf das Thema, wie lässt sich die Angst nehmen? Hier kommt ein Vorschlag durch Belohnung. Ist das ein Weg, den du empfehlen könntest? Oder greift das zu kurz? Ist das schon ausreichend? Also, ich muss mal gucken, wo steht die? Also ich glaube, Belohnung ist eigentlich immer etwas oder Anerkennung, was Menschen einfach gerne haben. Und alle Befragungen zu dem Thema bei Mitarbeitern kommen ja immer auch zu dem Schluss, dass eigentlich tendenziell zu wenig gelobt und belohnt wird. So, bei Belohnung denken wir aber an das Materielle. Und da bin ich nun eher ein bisschen skeptisch, weil man einfach durch solche extrinsischen Motivationsanreize eigentlich in so eine Diskrepanz hineinbekommt. Man macht es nicht mehr des Inhalts wegen oder weil es einen intrinsisch motiviert, sondern weil man für irgendetwas eine extra
intrinsische Belohnung, also irgendwie ein Goodie bekommt. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Man kann das, es ist kurzfristig wirksam, da ist sich die Führungslehre total einig und jeder Praktiker wird das gerade im Vertrieb bestätigen. Aber es führt eigentlich dazu, dass ich nicht bei komplexen Aufgabenstellungen ein schönes, motiviertes Mitarbeiter-Team habe, sondern eigentlich immer Leute, die für jeden Handschlag irgendein Goodie bekommen wollen. Deshalb glaube ich, nimmt nicht die Angst und ist auch kein gutes Motivationsinstrument. Eine Geschichte würde ich gerne noch einbringen. Ich glaube, also jenseits der Tatsache, dass wir wegkommen von diesem hierarchischen Denken, Mittelmanagement, oberes Management und dass Karriere und Erfolg immer definiert wird durch Aufstieg, ich glaube, dass wir in so Fachkarrieren denken können. Und damit meine ich nicht mal Karriere im Sinne von Aufstieg, sondern dass man durch interessante Aufgaben als Projektmanager in irgendeiner Form, in Innovation, im Vertrieb, in Veränderung, dass wir da ganz interessante Aufgaben schaffen können. Und ich glaube, der größte Hebel ist, dass Führungskräfte dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich kontinuierlich auf ihrem Job und den angrenzenden Feldern weiterentwickeln. Da ist, glaube ich, solange du das beibehältst, dass man sich immer weiterentwickeln muss, hast du eine unheimliche Dynamik drin. Und das ist Führungsaufgabe. Ich glaube, da kommt viel Kraft her. Okay. Aber vielleicht können wir da kurz nochmal bei diesem Thema bleiben, bei dem Thema Belohnung. Vielleicht ein paar ganz konkrete Hinweise. Was war denn in Ihren Unternehmen die nachhaltig wirksamste Belohnungsmaßnahme, die Sie jemals erleben durften? Vielleicht kriegen wir da mal ein paar ganz konkrete Tipps, wie man tatsächlich sich da fortentwickeln kann, weil kulturelle Veränderung ist schwer, ist langwierig und man muss lange daran arbeiten mit vielen, vielen kleinen Interventionen in eine solche Kultur hinein. Haben Sie da ein Beispiel für uns, wo Sie sagen, das war mal richtig gut? Es war nicht Geld. Es war nicht Geld. Geld ist, ich kann das nur beipflichten. Es ist ein Einmal-Event und danach ist es eine Erwartung. Sofort. Bonus ist schon eine Erwartung. Geld kann nutzen, aber man darf es nicht erwarten können. Also es muss dann überraschend sein. Und wenn es überraschend ist, dann ist es gut. Jede Belohnung, die überraschend ist, ist besser als eine, auf die ich warte. Wenn ich sie nämlich nicht bekomme, enttäusche ich automatisch. Also Belohnung muss überraschend kommen. Wertschätzung ist das Thema eigentlich, habe es ja vorhin schon mehrmals gesagt, Stärken, aber die Wertschätzung versetzt Berge. Versetzt Berge kriegt auch Leute, die fast schon in einer Depression neigen, wieder raus aus dem tiefen Tal, wo sie geführt haben und sagen, ich habe ja sogar keine Wirkung mehr. Wenn man die wertschätzt für deren Stärken und sie dann auch nutzt und auch nach außen zeigt, kriegen sie die Wertschätzung von dem ganzen Umfeld. Das ist mehr Belohnung. Das Geld ist wichtig und muss immer dem Peer entsprechend sein. Also immer in dem Land oder in dem Ort, den man lebt, und dann vergleiche ich mich persönlich mit jemandem, der in meiner Ebene arbeitet, das muss gegeben sein, das muss auf der gleichen Level sein. Wenn das auf einem anderen Level ist, dann wandern die ab, weil die Grundvoraussetzungen da sind. Und wenn Geld, dann wie gesagt, am besten überraschend. Wir sind aber auch noch nicht so weit, also da gibt es noch einiges zu tun. Okay, da schließt sich dann eine Frage wunderbar an, die hier kommt, nämlich sind die aktuellen Provisions- und Gehaltsmodelle dann noch passfähig, wenn wir sagen, wir sind in ständiger Veränderung, wir müssen damit leben, dass Rollenbeschreibungen sich verändern. Viele Organisationsexperten sagen, hört auf, in Stellen zu denken, gebt den Menschen keine Stellen, die sollen keine Stelleninhaber sein, sondern die kriegen Rollen und die Rollen können sich ändern. Ich habe vielleicht im Mai 2019 diese 3 Rollen, im August habe ich vielleicht nur noch 2 von diesen Rollen, im Dezember dann 4 Rollen. Sind das alles Dinge, die wir mit bestehenden Systemen bewerkstelligen können? Haben Sie da Alternativen vielleicht schon entwickelt, die Sie mit uns teilen können? Irgendjemand? Also ich denke, dass das letztendlich kann das jedes Unternehmen für sich selbst dann auch entscheiden. Ja. Und insofern, also ich komme jetzt nochmal zurück auf dieses ganze Thema Projektorganisation. Ne. Das ist ja eigentlich so ein Grundkonstrukt, wo wir auch mehr im Netzwerk arbeiten als jetzt in einem statischen System. Und insofern denke ich, dass man das eigentlich ohne Probleme auch in Unternehmen umsetzen kann. Ne. Ja, Sie haben da nochmal. Ja, vielleicht ergänzend, die Belohnung muss von meinen Peers kommen, nicht nur vom Chef. Wir gucken uns Facebook an, wir werden alle geliked, weil irgendwelche wildfremden Leute uns liken. Die Belohnung kommt von der Seite. Also wenn wir dann Geldsysteme einführen, die haben wir noch nicht, aber dass meine Mitarbeiter oder die Kollegen Geld einzahlen können auf denjenigen, der am meisten Leistung aus deren Perspektive gebracht hat. Aber da gibt es tausende von unterschiedlichen Modellen. Also nicht nur die Führungskraft alleine oder die Führungskräfte oben entscheiden, sondern genau Gegenteil, das Team entscheidet. Genauso wie vielleicht auch Chefs mal gewählt werden sollten in dem einen oder anderen Bereich und nicht unbedingt nur ernannt werden sollten. Okay, ja, Sie nicken da jetzt. Nicht bei mir natürlich, ne? Also.
Ah ja, Moment, Moment. Also nach mir alles. Also ich habe mir jetzt gemerkt, MNGG und das M stand für Mut. Da haben Sie sich jetzt sozusagen selber eigentlich schon nominiert dafür, dass das mal bei Ihnen gewählt werden sollte. Nein, Sie hatten ja vorhin gefragt, sind unsere Systeme darauf ausgerichtet? Ich denke, die Systeme geben sehr, wenn wir den Mut haben, sie entsprechend anzupassen. Mhm. Relativ pragmatisch gedacht, in den meisten Unternehmen ist es faktisch so, dass wir heute für Silo-Denken belohnt werden. Der Vertrieb wird für seine Vertriebsleitung belohnt, die Operations für die Operations. Wir sind dieses Jahr tatsächlich das erste Mal einen anderen Weg gegangen und haben sehr stark die individuelle Bonifizierung auf Teamleistung abgestellt. Und das ist viele Unternehmen, ich glaube, Ihr Unternehmen praktiziert das schon lange, der Mittelständler lernt auch. Ich glaube, das ist so mal der erste Schritt und das ist genau der Effekt. Ich darf heute nicht fragen, was verändert sich eigentlich, wenn ich aus meinem Silo rausgehe, sondern ich muss mich wirklich fragen, kann ich in einer anderen Rolle eine bessere Leistung für die Gesamtleistung des Unternehmens und damit für mein Team machen. Und ich glaube, das gibt uns Freiheit gerade, wenn wir rausgehen aus dieser Silo-Belohnung. Das ist wahrscheinlich einer der Schritte. Führt auch zu Wettbewerb und manchmal zum Pinpointing. Mhm. Aber am Ende, glaube ich, ist es das, was wir machen. Das Team muss sich finden und das wird dann auch seine Rollen finden. Mhm. Und ja. Sie können ja auch so Sachen wie Engagement Scores, Net Promoter Score, also einmal die Kundenperspektive mit einbinden, okay, und dann eben auch die Mitarbeiterperspektive. Und alleine, wenn man diese zwei Instrumentarien einsetzt, ja, dann gibt es auf jeden Fall schon mal eine Diskussion, eine Transparenz, ja, und es findet tatsächlich eine Diskussion dann auch statt. Ja. Und ich denke, es ist auch immer wichtig, die Kundenperspektive mit einzubinden, ja, weil wir sind ja in Unternehmen immer ein bisschen dazu geneigt, sich sehr um uns selbst zu kümmern. Ne? Aber letztendlich existieren wir ja immer nur aufgrund von Kunden. Ja. Und insofern denke ich, sind solche Instrumente auch dafür da, eben auch in die Organisation nach innen zu wirken und eben auch eine Incentivierung zu beinhalten, nicht nur für den Vertrieb und den Service, ja, sondern auch fürs Accounting und sonst wem, ja, der in Unternehmenskette dann arbeitet. Ich weiß, Sie haben eben angesprochen, dass Sie Führungskräfte geschult haben. Was waren denn da so die Kernpunkte, die Sie vermitteln wollten im Hinblick auf neue Führungsverhaltensweisen oder Strukturen oder Kommunikationswege oder auch Entscheidungsverhalten? Das ist ja total facettenreich. Für uns in dieser Schulung war die Überschrift Jahresthema digital führen. Das heißt, wir haben das Warum, Was und Wie der digitalen Transformation erklärt, haben aber einen besonderen Schwerpunkt gesetzt auf das Wie und die notwendigen Kulturveränderungen. Wir haben uns dort 5 Stoßrichtungen rausgearbeitet auf Basis von einer Diagnose, Mitarbeiterbefragung, Tiefeninterviews, wie man das klassisch macht, und haben dort gesehen, trotz einem hohen Veränderungsbereitschaft, Veränderungswillen und Fähigkeit der Organisation, die über Jahrzehnte sich entwickelt hat, also alle wollen die Veränderung, als Innovationsführer muss man das können, gibt es Kulturelemente, wo wir uns selber im Wege stehen. Ja, diese Präzisionskultur habe ich vorhin erwähnt, die macht einen halt ein bisschen langsamer, als man das in der digitalen Welt so brauchen kann. Aber auch andere Aspekte wie priorisieren können. Ja? Wenn wir wurden alle eingestellt mit einem gigantischen Leistungswillen, haben viel Gestaltungsfreiraum von der Eigentümerfamilie bekommen und dann wundern wir uns, dass es irgendwie viel zu viele Projekte gibt, die sich gegenseitig die Ressourcen interdisziplinär abziehen. So, und damit muss man umgehen lernen, auch das Thema Vertrauen und Feedback. Wir haben eine sehr wertschätzende Unternehmenskultur, die hat tolle Aspekte davon. Man geht warm um, wie es Herr Altendorfer heute Morgen ausgedrückt hat. Da fallen aber oft so die kritischen Diskussionen dann weg oder werden eine Ebene drunter geführt und nach oben werden die Botschaften weichgespült. Und da brauchen wir halt nochmal ein paar andere Aspekte damit, um uns noch selber besser herausfordern zu können und auch noch vernetzter arbeiten zu können. Okay. Während wir hier so plauschen, trudelt da so eine ganz entspannte Frage ein. Wie verändert man Kultur? Das ist eine gute Frage, das ist sozusagen ein bisschen auch die Gretchenfrage. Sehr, sehr schwierig. Die Gelehrten streiten sich, oder Dirk? Vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Carsten Schloter, der ehemalige CEO von der Swisscom, der tragischerweise sich das Leben genommen hat, aber ein super Manager war nachweislich, der hat mir mal in einem Gespräch gesagt, wir haben jahrelang versucht, indem wir so typische Prozesse gemacht haben, die Kultur zu verändern. Das Management hat sich was überlegt, dann wurden die Führungskräfte geschult, dann wurden die Mitarbeiter geschult und dann war immer die Frage, was musst du machen, um jetzt der neuen Zeit und den neuen Werten gerecht zu werden? Und der hat dann zu mir gesagt, ich gehe nicht mehr an die Mitarbeiter mit diesem Vorhaben, bevor ich nicht die 100 Führungskräfte, die ich in diesem Konzern
direkt beeinflussen kann, bevor ich die nicht im Boot habe. Und er sagt, meine Lehre war, ich habe mir viel mehr Mühe gegeben, die 100 Leute erst ins Boot zu bekommen, bevor wir das ausrollen auf die Mitarbeiter. Denn die Mitarbeiter lernen in der Regel schneller als die Führungskräfte und die fragen sich dann, warum soll ich mich ändern, wenn eine meine Führungskraft das Geschäft weiter so macht wie in den letzten Jahren. Und das so vielleicht als kleine Anekdote, ich glaube schon, dass Schulung und Workshop und die Dinge runterbrechen ein Thema ist für jeden Einzelnen, aber ich glaube, dass der Kasus Knactus der ist, dass die Führungskräfte wirklich committed sein sollten und das sollte man sicherstellen, bevor man es weiter runterrollt, weil die Mitarbeiter wahrscheinlich sogar schneller sind als die Führungskräfte selbst. Damit sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich die Ebene der Einstellung. Es gibt aber noch die Ebene des Verhaltens. Und es gibt einen sehr klugen Satz, wie ich zumindest finde, der lautet wie folgt. Der lautet so, dass die Aussage ist, die Kultur in einem Unternehmen wird bestimmt durch das Verhalten des Top-Managements im Konfliktfall. Das, finde ich, hat einen wahren Kern. Hat aber auch zur Konsequenz, dass wenn ich wahre Veränderung möchte, das Top-Management am eigenen Verhalten arbeiten muss. Würden Sie das teilen? Und wie mache ich das? Das ist ja nun wirklich ein schwieriges Thema. Nicht? Man hat so seine Erfolgsgeschichte, man hat seine Gewohnheiten, man hat seinen Charakter irgendwie ausgebildet in den paar Jahren, die wir auf der Welt sind. Was ist Ihr ganz persönlicher Weg zur Eigenveränderung? Um mal eine ganz persönliche Frage zu stellen. Wir sind ja unter uns. Dann fange ich mal an. Also ich denke, es eine Eigenveränderung ist, wo man sich tatsächlich auch selbst die Jobs wechselt, die Unternehmen wechselt. Okay. Ja. So, und ja, auch ein Perspektivwechsel. Ja. Und das ist ja dann auch immer ein Schritt, ja, weil wenn man irgendwo eingebettet ist, sich da auch sehr wohl fühlt nach einer gewissen Zeit ja, und dann aber sagt, ja, ich versuche es jetzt einfach mal woanders, dann ist das ja auch schon mal ein Schritt. Ja. Aber auch tagtäglich. Ja. Ich meine, die Welt ist so schnell geworden. Man muss ja in seinem jeweiligen Bereich immer à jour bleiben, weil jeden Tag wieder irgendwas Neues aufpoppt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich würde einfach sagen, was wichtig ist, ist Authentizität. Ja? Ich kann jetzt nicht von irgendjemandem was verlangen, was ich selbst nicht leisten möchte. Ja? Und insofern muss man sich dann auch fragen, also jetzt ist ja so modern, wir haben auch einen Purpose, ja? Also kommt ja jetzt alles wieder Purpose. Ja? Macht es tatsächlich was aus, ja? Und ist es auch glaubwürdig? Ja? Und stehe ich dann auch wirklich dahinter? Ja? Oder ist es nur so eine Floskel? Ja? Und insofern glaube ich, ist Authentizität sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur Veränderungen verlangen von anderen, wenn ich auch bereit bin, die bei mir selbst durchzuführen. Also die Frage ist echt schwer. Veränderungen, so wie Sie es beschrieben haben, ist wirklich ein Teil, der einen da frisch hält. Aber nochmal zurückkommen auf den Kulturwandel. Ich glaube, dass wenn man einen Kulturwandel anstoßen möchte, man immer Mitstreiter findet. Vielleicht nicht die gesamte Belegschaft, aber man findet mindestens mal so 10-20%. Die gilt es zu überzeugen. Und die gilt es praktisch zu Jüngern zu machen, zu dieser Kulturwandel, weil die werden ungefähr 60-70% der anderen dann anstecken. Das ist ein normaler Rhythmus. Und der Rest zieht dann irgendwann auch mit. Sie werden auch in einem Hochleistungsteam, von dem ich gesprochen habe, nicht immer nur aus ihrer Perspektive High-Performer haben, aber konzentrieren Sie sich auf die High-Performer, weil sonst wertschätzen Sie die High-Performer nicht. Wir neigen dazu, uns immer um die sogenannten Low-Performer dann zu kümmern und die dann auf Performance bringen zu wollen. Damit verlassen wir im Endeffekt diejenigen, die Wertschätzung brauchen, weil sie bringen ja die Performance. Also konzentrieren Sie sich auf die und die anderen, die finden einen ganz normalen Weg in einer Win-Win-Situation. Also Kulturwandel über ein paar Auserwählten, die wirklich dafür brennen. Mhm. Und dann muss man aber selber auch dafür brennen, sonst klappt es gar nicht. Ja, ja. Ergänzen. Gerne. Sorry. Ich denke, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist Diversity. Ja? Und wir sehen es jetzt hier, wir haben ja nicht so viel Diversity, wenn ich das so sagen darf. Ja? Ich schaue in den ganzen Raum jetzt rein. Ne? Und ich glaube, dazu gehört einfach auch Mut, ja? Leute eben reinzunehmen, die einem bewusst nicht selbstähnlich sind, ja? Sondern die wirklich bewusst andere Züge haben, die andere Skillsets haben und die vielleicht auch dann im Team schwerer zu managen sind, ja, und sich aber dann auch wirklich gegenseitig ergänzen, ja, und dazu gehört eben auch Wandelfähigkeit, ja, und ich glaube, in Deutschland ist es nach wie vor so ein bisschen schwierig, weil man schon zu so einer Selbstähnlichkeit neigt, wenn ich das so sagen darf, ja, immer noch. Also ich beobachte das jetzt zumindest, ich bin jetzt erst wieder in Deutschland zurück, ja, und insofern, ich glaube, wir hatten ein bisschen davor gesprochen, man kann das so ein bisschen sehen, ja, und ich glaube, da gehört einfach auch ein bisschen
Mut dazu, ja, auch mal andere Leute reinzunehmen, vielleicht auch nicht die dann drei Abschlüsse haben, ja, und einfach ein bisschen mehr Mut, woher Deutschland eigentlich herkommt, ja, vom Unternehmertum. Okay, ja. Ich würde sagen, dieses Thema Vorbild sein ist wichtig, aber oft ist noch wichtiger, dass wir auch die entsprechenden Strukturen schaffen, dass dieses Thema Mut, Wandel, Kulturwandel nicht nur von oben vorgegeben und vorgelebt wird, sondern das muss ja unten auch irgendwo eine Basis finden, die das mögen, die das mitgehen wollen, und da helfen Strukturen, da hilft es auch, die klassischen Silos, so abgedroschen das klingt, aufzubrechen in Campusprojekten, dadurch Vernetzung in der Organisation zu verstärken, wenn Kollegen gemeinsam an einem Projekt zwischen 3 Wochen und 3 Monaten intensiv arbeiten müssen, wo man mal ein kniffliges Problem zwischen den Fachfunktionen hat, wie beispielsweise Ende-zu-Ende-Durchlaufzeiten, ein Klassiker eigentlich, da hat es uns sehr viel geholfen, dass die Kollegen dort in einem Raum eingesperrt waren von 3 Wochen bis 3 Monaten, um dann, die musste man einsperren, zum Teil musste man das organisatorisch auch erzwingen, dass sie dort mitmachen müssen, aber wenn wir nehmen mit, es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen, aber dieses Prinzip der konzertierten Aktion, was ja dahinter liegt, ist immer sehr wertvoll, weil man ein gemeinsames Ziel hat und die Kollegen dann merken, okay, ich habe einen Perspektivenwechsel, den wir erwähnt hatten, und sie müssen dann aber auch sicherstellen, dass die Kollegen nicht nur eingesperrt sind, sondern wenn sie schon mal da drin sind, selber entscheiden können. Ja. Okay, ja, ja. Herr Wendler, mögen Sie noch dazu was beitragen, kurz? Ich glaube, es sind viele Dinge gesagt. Vielleicht ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, und sicherlich, weil Sie vorhin die Chefs angesprochen haben, das Schwierigste ist, Feedback-Kulturen schaffen. Also das Thema, sich selbst schon ernst zu nehmen, aber immer wieder auch zu ermöglichen, dass Mitarbeiter oder auch unterschiedlichster Ebenen übrigens, nicht nur der direkte Mitarbeiter, den Mut aufbringen kann und dass man das ernst nimmt, ein Feedback zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig. Wir alle haben Erfolgsrezepte, die funktionieren zu 80% und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr bei der Kulturveränderung. Wir fragen uns. Und die wertvollsten Hinweise, die ich persönlich erhalten habe, ob sie mir gefallen haben oder nicht, waren ehrliche Rückantworten. Das machen wir richtig. Das funktioniert ganz anders, wie Sie geglaubt haben, Herr Wendler. Da sind wir überhaupt nicht am Punkt. Und auch dann bis hin zu persönlichen Hinweisen. Und ich glaube, jeder kann sich selbst nur erfolgreich gestalten, wenn er auch diese Hinweise ernst nimmt. Und ja, das Schwierigste ist dann, die nächste Ebene davon zu überzeugen, auch diese Hinweise aufzunehmen. Und ich glaube, dann werden wir erfolgreich, wenn wir dieses Challenge, dieses wertschätzende Challenge gegenseitig mehr aufnehmen. Und da bin ich bei Ihnen. Diversity hilft da oft. Ja, das muss ja nicht Gender Diversity sein, auch in vieler Hinrichtung. Ja. Ja. Die bringt uns aus manchen Kulturen, und da sind wir sehr deutsch, ja, dieses, ich kann dem Chef doch nicht sagen, was ich von ihm halte, das ist in dem Punkt auch eine Schwäche, die wir haben. Und da können wir von vielen Kulturen lernen und das ernst nehmen. Und ich glaube, dann kriegen wir diesen entscheidenden Schritt auch noch weiter. Okay. Ja. Ja, vielen Dank. Dirk, magst du noch mal den Anfang machen? Hier kommt nämlich quasi die umgekehrte Frage. Was sollte man meiden? Welche Maßnahmen und Ansätze funktionieren deiner Erfahrung nach, Ihrer Erfahrung nach nicht? Was wäre auf deiner Liste die Top-Antwort? Bitte macht. Also wenn wir noch beim Thema Mindset-Change sind, dann glaube ich, ist das so diese Top-Down-Geschichte, dass man sagt, wir definieren die Werte und dann im Workshop erarbeiten wir, was jeder daraus machen soll, und dann wird das am nächsten Tag umgesetzt. Ich glaube, dass so dieses Top-Down-Vorgeben von Verhaltensweisen, so sollte unsere neue Kultur oder Einstellung sein, das funktioniert nicht, sondern das ist ein Prozess, an dem man immer wieder nachsteuern muss. Und ich finde, man kann das gut am Beispiel Feedback-Kultur nehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann sage ich manchmal, geht einfach davon aus, dass ihr in der Regel kein kritisches Feedback von euren Leuten bekommt. Das ist echt ein Prozess. Vielleicht liegt das an der Kultur, wie Sie gerade gesagt haben. Aber als Führungskraft, wenn du dann noch ein bisschen erfolgreich bist, musst du wirklich dafür arbeiten, dass dir irgendjemand nochmal ehrlich den Spiegel vorhält und dich das traut. Und meine Erfahrung ist, selbst wenn du Offenheit signalisierst, das einforderst, das kommt nicht mehr so zurück, wie du es brauchst. Und eigentlich musst du selber die Fähigkeit haben, zwischendurch mal auf so einen Berg zu steigen und das, was in deinem Unternehmen auch mit dir zusammen passiert, das mal kritisch zu reflektieren und zu sagen, mache ich das eigentlich
alles gut, was mir so suggeriert wird, dass es so schlecht nicht ist. Und diese Fähigkeit zu haben und dann natürlich daran zu arbeiten, dass die Leute sich dann mal trauen, was aber echt mühsam ist, ne? Aber den Approach wert ist, das glaube ich, muss man machen. Aber eigentlich war deine Frage ja, was nicht funktioniert. Und da würde ich sagen, so dieses Top-Down runterbrechen, Workshop, wer macht was und ab morgen geht's los. Die Zeit, die verrinnt, das ist nicht zu fassen. Insofern müssen wir leider schon ein bisschen die Abschlussrunde einläuten. Und dazu vielleicht eine Frage, die wir einfach nochmal durch die Runde geben können. Und zwar, was ist deine, was ist Ihre Einschätzung, was sind die entscheidenden Merkmale für eine Führung, für eine Organisation 4.0? Worauf kommt es wirklich an? MNGG. Steht für diejenigen, die Mut, das nicht gehört haben. Mut, Nerven, Gelassenheit und Glaubwürdigkeit. Ich soll es kurz machen, ne? Das war kurz, vielen Dank, ja. Danke. Dem würde ich mich anschließen und das Thema Diversity noch dazu ergänzen. Okay, danke schön. Die Abkürzung, wie sagt man, wird immer länger jetzt. Jeder kann noch einen Buchstaben ergänzen. Genau. Ich denke, es braucht Entschlossenheit und Können in der Veränderung. Beides gehört dazu. Wenn man es will und wenn man, dann erwirbt man in der Regel auch das Können dazu. Aber beides muss zusammenkommen, damit der Wandel gelingt. Okay. Mhm. Ja, genau. TKKG und so weiter. Mein Hinweis, legen Sie Ihr Wertegerüst offen als Führungskraft. Legen Sie Ihr Wertegerüst offen, dann sind Sie einschätzbar. Und natürlich das Zweite ist, wir haben es ja vorhin mannigfaltig gesagt, kommunizieren Sie. Sprechen mit den Mitarbeitern. Mhm. Über Ihre Stärken vor allem. Das ist ein super Hinweis gewesen, ja. Aha, okay. Ich glaube, dass Führungsstil nicht tot ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Führungskräfte heute eine Bandbreite beherrschen müssen, von Anweisung bis zu Leadership, so wie wir es in den meisten Büchern ausschließlich finden. Und dass die Kunst darin ist, das immer rauszutarieren, je nach Mitarbeiter, je nach Situation. Und ehrlich gesagt, das lernt man nicht, indem man Führung einfach nur durch Praxis macht, sondern indem man sich auch ein bisschen mit Führungslehre beschäftigt. Und da zum Beispiel dem St. Galler-Ansatz, dem situativen Ansatz gerne folgt. Der auch möglich, aber nicht ausschließlich. Ja, vielen Dank an Sie, an euch, an die Panelisten. Das ist ein spannendes Thema, über das wir alleine den ganzen Tag hätten füllen können. Es gibt so viele Dinge, die Sie finden an Ansätzen, was man machen kann in den verschiedenen Schulen, seien es Lean-Management-Ansätze, agile Ansätze, die man transferieren kann, die man in sein Denken inkorporieren kann. Alles nicht einfach. Ich glaube aber, jeder wird seinen Weg finden, wenn er unser Kürzel, und ich versuche nochmal es zusammenzubekommen, einhält. Das ist M wie Mut, N wie Nerven, G wie Gelassenheit, G wie Glaubwürdigkeit, D wie Diversity. Sie hatten zwei Aspekte genannt. Können, also K ergänzen wir noch. Und was ergänzen wir noch? Wollen. Dann ergänzen wir noch. K für Kommunikation. Und W für Werte offenlegen. Und S für situativ. Situativ führen? Full Range Leadership. Full Range Leadership. Das ist ja sensationell. Full Range Leadership. Das ist. Da mache ich jetzt einfach mal Schluss und sage vielen Dank. Dankeschön.